Vielleicht können wir das ja jetzt mit unserem Schlüssel. Das war alles immer nur locked inside. Also ich finde, das war eigentlich ein sehr schönes Spiel, Resident Evil 1, weil es diese nicht mal so viele Action-Sequenzen hat, sondern meistens auch sehr viele Puzzle-Effekte in sich hatte. Und so sozusagen die Spieler immer noch angeheitert hat, was zu machen. Wir sind hier drin. Ah, okay. Dann nehmen wir das nämlich mit hier. Jupp. Und das andere können wir dann auch direkt mitnehmen. Hier die Shells. So, dann kombinieren sie sich nämlich automatisch, das ist sehr gut. Ich glaube, die Shells sind für die Schrotflinte und die brauchen wir definitiv, oder doch würde ich sagen, die nehmen wir definitiv für die Spinne, die wir angreifen, oder Schlange, was ihn da angegriffen hat. So. Nein. Müssen wir denn eigentlich in Map? Erster Flur. Ah, okay. Wir müssen noch einmal nach links und dann da. Dann haben wir, sind wir beim See rum. Tut mir leid, ich trockne hier gerade ein bisschen aus. Ich bin hier nicht am Trinken und dann noch so lange am Labern. Oder ich bin mir den Mund auf, wo soll ich reden? Hier durch, oder? Ja. Müsste die richtige Richtung sein. Dum-di-dum. Okay, dann müsste einer von den Dingern, der hier richtig use the Menschen Key. Dann gehen wir mal hier durch. Okay, wir haben hier. Was ist das denn? Eine alte Schrotflinte, okay. Oder eine verrostete Schrotflinte. Ah! Ja, bitte Lockpick. Haben wir da drin. Nehmen wir auch mit, bitte. 21 Shells. Die Schrotflinte ist eine kaputte Schrotflinte oder sowas. Die brauchen wir, um sozusagen die Schrotflinte da wieder hinzuhängen, wo sie war. Sozusagen eine andere Schrotflinte damit zu ersetzen. So, was haben wir denn hier? Nichts, aber hier müssen wir, glaube ich, hin. Also zumindest pinkt da ganze Zeit dieser rote Punkt. Dann müsste hier das Serum sein. Oh, perfekt, eine Kiste. Nein. So, dann gehen wir nämlich auf das grüne Kraut hier rein. So. Hier müsste das Serum sein. Jo. Okay. Noch ein Serum. Vitamine und Serum. Ah, hier haben wir doch was liegen. Yes! Neu speichern. Speichern und dann die Ribbons wieder wegtun. Ja, bitte. Haben wir hier schon mal einen zweiten Speicherraum entdeckt? Sehr gut. Aber meistens irgendwo da, wo immer so eine Treppe nach oben ist, finde ich. Ja, bitte. So. Jetzt haben wir auch Platz, nehmen die alte Schrotflinte mit und nehmen wieder dahin, wo die Originale hin soll. Oder? Platz, ja, weil die Ribbons tue ich wieder in die Kiste, weil man speichert am besten da, wo immer eine Kiste ist. Nein. So, bitte einmal combine. Nein. Combine bitte so. Dass wir das echt nur so machen können und sozusagen nicht einfach mal so wegstüllen können. Ist ein bisschen blöd. Naja, egal. Lülülülülülü. Durch hier. Da haben wir aber auch leider nicht mehr viel Zeit, um sehr viel zu machen. Fällt mir jetzt so gerade auf. Was mache ich denn jetzt noch am besten? Ich nehme mal hier die alte Schrotflinte mit, häng die mal zurück und mal gucken, was passiert. Ich weiß nicht, ob ich dann die Original-Schrotflinte nehmen sollte, um die Hunde zu killen. Aber ich glaube, dann lasse ich mal. Nehmen wir die mal mit. Broken Shotgun, ja. Wie die da auf dem Bild aussehen, mit so dem Lauf verknickt. Weiß nicht, ob das dann irgendwas noch hilft, zu öffnen oder sowas. So, dann gehen wir mal hier hoch. So.
müssen wir jetzt eigentlich irgendwie so am Eingangsort sein. Oben drüber. Ja, genau. Mit dem Dining Hall. Hier durch. Runter. Rechts an den Hunden vorbei und weiter. Dann können wir da die Schrotflinte wieder hinhängen. Und dann haben wir bestimmt so eine kleine Abkürzung, womit wir dann immer außen herum um die Hunde herum gehen können, ohne irgendwie angegriffen zu werden, zu dem anderen Safe-Punkt, wo wir dann speichern können und immer Sachen rausnehmen können. So, dann müssen wir hier nämlich durch die Tür durch. Laufen um die Hunde herum. Lass mich doch in Ruhe hier. Ist ja eh noch ein Freund hier hinten, oder? Ja. Ja, hier. So. Ich hoffe, das klappt. So. Ach ne, hier ist das Badezimmer. Ist das falsche gewesen? Noch mal die Broken Shotgun zum Reingeben. Oder habe ich sozusagen die Schrotflinte zu früh rausgenommen, dass das... Ich habe die Schrotflinte zu früh rausgenommen. So ist das. Ja, scheint so. Also normalerweise kann man sozusagen die Broken Shotgun dann sozusagen nehmen, um das zu ersetzen. Da wir das jetzt aber nicht gemacht haben, sondern sozusagen den falschen Weg gegangen sind. In der Richtung klappt das nicht mehr. Schade. So. War das jetzt alles umsonst? Weil ich glaube, die Schrotflinte, wenn man sie nimmt, gehen ja diese Haken hoch. Man kann dann die Broken Shotgun einhängen und dann würde man sozusagen nicht zerquetscht werden. Heißt, man könnte sozusagen warten, bis man die Schrotflinte nimmt, auf einen gewissen Punkt. So wie jetzt zum Beispiel, zu dem Punkt, ja, jetzt würde ich die Schrotflinte gerne nehmen, und dann kann man die austauschen. Aber dann bekommt man nicht den lustigen Dialog mit Jill Sandwich. Ja, ne, ich komme. Einfach nur, damit man Swag hat. Okay, was haben wir denn hier? Okay. Irgendwas. Okay, ich denke, die andere Richtung ist dann besser. Ist das safe? Ist das safe? There's something at the back of the shelf. Oh nein, jetzt haben wir das verkackt, oder? Yes. Ah. It's too heavy to move. Okay, was haben wir denn hier noch? It's well arranged. Okay. Ah, okay, gut, jetzt weiß ich, wie das ist. Also jemand hat schon anscheinend da irgendwas gesucht. Ich denke, das war Chris. Sozusagen schneiden sich die Wege immer von Jill und Chris. Wo Chris zum Beispiel eher war, kommt Jill dann hin. Und wo Jill schon mal war, hat dann Chris die Sache. Jetzt gehen wir mal hier. Ist das leer? Ja. Bestimmt da bis zum Ende hinschieben. So. Was ist denn hier? Okay. Ja, das alles. Okay, es war schon anscheinend alles. Blöd. Jetzt haben wir nur ein paar explosive Geschosse, sowas brauche ich nicht. Okay, braucht man bestimmt, um das Spiel komplett zu machen. Ich versuch's aber, also ich mach's noch nicht komplett. Wieder. Ah, das ist, was uns fehlt. Leiter. Genau. No.
Ja, bitte. Und einmal einen roten Herb. Gut. Rote Herb brauchen wir aber noch nicht, weil wir das grüne Herb in unserer Truhe haben und wir in der Regel voll sind. So. Also wir müssen hier eigentlich nicht mehr wieder zurück. Außer wir brauchen unbedingt noch ein rotes Herb zum Mixen. Map, zweiter Flur. Ich bin hier. Oh, keine Ahnung, wo ich jetzt hin muss. Ich muss den einen komischen Typen da wieder finden. Aber. Können den hier einfach benutzen. Da haben wir nämlich eine Map für den zweiten Flur. Anscheinend. Da war so eine Geheimtinte, das ist mit Zitrone geschrieben. Und dann, wenn man es warm macht, bekommt man die Map dann dazu. Locked. Das Carving a Helmet, okay. Jetzt haben wir nämlich hier Map. Können wir den zweiten Flur nämlich gucken, da sind wir. Müssen jetzt einmal komplett außen herum gehen. Okay. Obwohl, wer weiß, ob wir, wenn wir außen herum gehen, das gar nicht geht, weil dann steht, dieser Doorknob ist ja abgebrochen. Ich denke, das ist nämlich diese Tür. Map. Nee, da sind wir. Da ist der Doorknob abgebrochen, da geht's ja nicht rein. Wir müssen ja jetzt unseren Kollegen finden. Wenn wir es noch schaffen. Aufmachen und durch. Ja, kommen wir wieder dahin. Okay. Ach ja. Haben wir das mit dem Armut-Key haben wir gemacht. Hier ist das mit diesem Puzzle, mit einem Life and Death, glaube ich. Hui. Ah, da hinten kamen wir zum Beispiel nicht weiter. Map. So, da ist gar nichts. Ah, aber hier war ja nur die Bazooka. Oh je. Jetzt bin ich total verwirrt, wo ich hingehen muss. Also, wo der Typ ist. Bei dem ersten Flur, bei dem zweiten Flur. Nochmal kurz gucken, Map. Also, okay. Haben wir gar nichts. Ich glaube, aber ich bin noch in diesem Weg gegangen. Ja, das müsste doch eigentlich nicht der Weg hier sein. So, jetzt gehen wir mal hier außen herum. Und weiter. Locked. Jetzt kann ich noch ein Helmet. Okay. Verstehe ich, verstehe ich, verstehe ich. Okay, Numeric Key Panel, das wissen wir nicht. Ja, okay. Heißt, hier oben sind wir schon mal zu Ende. Heißt, nur noch unten auf dieser Seite kann es sein. Gehen wir mal hier runter. Ist nicht da, wo wir die Broken Shotgun gefunden haben jetzt hier? Und da sind wir ja auch vorbeigekommen, genau. Und da hinten haben wir ja diesen Raum aufgeschlossen, womit wir jetzt immer die Sachen nehmen können. Ja, genau. Aber ich frage mich, das ist ja eine Kiste, die ist ja nicht verbunden. Das heißt, irgendjemand muss immer aus der einen Kiste was rausnehmen hier, bevor wir da hinkommen. Verfolgt es gerade Barry die ganze Zeit und hievt immer die ganzen Sachen von uns herum. Ich glaube, hier war jetzt das mit der Pflanze, die wir gekillt haben. Genau. Jetzt die Pflanze, die wir gekillt haben. Okay, dann ist es auf der anderen Seite. So. Hier durch und hier haben wir.
habe ja diesen Zombie erschossen, genau so war das. Ach ja, hier war ja der Tiger. Darauf fehlt uns noch der rote Diamant. Und ich glaube, da ist auch dieses letzte Zeichen. Stimmt, hier haben wir die Shells und sowas gefunden, das ist falsch. Müssen wir weiter. Nein, mein Gott, sind wir jetzt hier komplett wieder falsch gegangen. Ach, Herr Jemine. Jetzt bin ich total verwirrt. Das heißt, er ist irgendwo unten. Weil hier sind wir wieder am Anfangsraum. Wo der Zombie hier war. Ja. Oh, Herr Jemine. Ich kann jetzt gar nichts mehr machen. Ich glaube, ich gehe jetzt nur noch in den Hauptraum hier am Anfang. Und ja. Mach, was man machen sollte. Nämlich ganz einfach sich verabschieden. So, jetzt kommen wir hier rein. Gehen wir hin. So. Das war's. Das ist das letzte lange Projekt gewesen für den Halloween Month. Ich hoffe, ihr habt alle Spaß da gehabt. Ich hatte den definitiv. Auch wenn das jetzt ein bisschen so verwuselt war. Zumindest der letzte Part. Dann hoffe ich, dass ihr euch trotzdem Spaß gehabt habt. Und ja. Ab November ist wieder alles ganz normal. Mal gucken, was da noch kommt. Ich hoffe, es hat euch alles gefallen. Auch leider, dass Silent Hill 2 nicht geklappt hat. Aber ich jetzt einfach den Klassiker Resident Evil mal ausgegraben. Da jetzt Resident Evil 6 erschienen ist. Sozusagen, hey, guck mal, Resident Evil 6 ist eigentlich aus dem hier entstanden. Resident Evil 1 und so. Und 2 waren sozusagen die grundlegenden Sachen. Ja, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Ich hatte den definitiv, auch wenn ich jetzt ein bisschen Probleme habe, weiterzukommen. Aber nein, sind halt so solche Sachen, ne? Also, dann bedanke ich mich, sage viel Spaß und gruselt euch nicht zu sehr. Bis dann, ciao!